Moin moin und herzlich willkommen zurück. Wir sind auf dem Weg, unsere Wissenschaftsdaten von der Mindus-Mission zu retten und natürlich auch unseren tapferen Körbonauten, der da noch in der Kapsel steckt. Dafür hatten wir in der letzten Folge mit ein paar anderen Erklärungen zusammen unser Rendezvous schon mal so weit eingeleitet, dass wir auf 9 Kilometer rankommen. Das würde ich jetzt auch genauso nutzen und erstmal weiter driften lassen. Wir treffen uns nämlich zuerst mit dem Mindus Flyby Relay. Da sind die Wissenschaftsdaten drin, wenn mich nicht alles täuscht. Die wollen wir als allererstes kriegen. Und danach wechseln wir auf einen leicht anderen Orbit, um den Körbonauten mit uns zusammen in eine Umlaufbahn zu schieben, die zu einem Wiedereintritt führt. So, wir haben jetzt noch 21 Kilometer. 20 Kilometer jetzt knappen noch Abstand zu unserem Ziel. Einen Unterschied von 326 Metern pro Sekunde, die wir ausgleichen müssen. Dafür gehen wir hier wieder auf den Ziel-Retrograde, also wichtig, vorher auf Ziel umstellen und dann auf Retrograde oder rückläufig. Dann zünde ich jetzt langsam mal. Das wird nämlich einen Moment dauern, bis wir diese Geschwindigkeit angeglichen haben. Und wir nähern uns nur auf 9, Kilometer an. Deshalb sollten wir da nicht zu spät bremsen. Das sieht aber ganz gut aus, wie es jetzt gerade läuft. So, ich lasse ihm mal noch die 100 Meter pro Sekunde übrig. Jawohl, das sieht insgesamt gut aus. So, wir gucken mal, wo der neue Treffpunkt liegt. Der neue Treffpunkt liegt bei 30,2 Kilometer, also viel besser wird das nicht mehr. Wir müssen jetzt also daran arbeiten, uns dieser Kiste anzunähern. Dafür würde ich jetzt nochmal den letzten Schub rausbremsen. Wichtig ist es in der ersten Annäherung, wir hatten das ja beim Rendezvous-Tutorial auch schon, vor allen Dingen sich erstmal unter diese 10 Kilometer zu bringen oder zumindest nah ran. Und dort aus kann man dann nämlich relativ gut arbeiten, um zum Ziel zu fliegen. So, und jetzt können wir hier nämlich eigentlich ganz gut gucken. Guck mal, jetzt sehen wir hier schon 3,8 Kilometer auf unserem nächsten Schnittpunkt in 6 Minuten. Und den können wir jetzt ein bisschen korrigieren, indem wir das gelbe Ding versuchen, noch ein bisschen exakter über das pinke Ding zu bringen. Jetzt sind wir schon bei 2,9 Kilometern. Jetzt müssen wir es ein bisschen nach unten bringen. Man tut halt immer den Schub auf die andere Seite. Dann passt das ganz gut. Generell einfach merken, im Orbit ist immer alles entgegengesetzt. Wenn man schneller werden will, muss man immer bremsen und solche Sachen. So. So, jetzt sind wir schon bei 1,8 Kilometer. 1,7 Kilometer. Das sieht doch alles ganz gut aus. Ihr müsst aber ein bisschen aufpassen, weil eure Geschwindigkeit zum Ziel sollte dabei nicht zu hoch werden. Und ich denke, mit 1,4 Kilometer haben wir erstmal eine ganz nette Annäherung. Die gleichen wir gleich nochmal aus. Ich gehe jetzt ein bisschen in Zeitraffer. Und ich hoffe, wir kommen bald wieder auf die helle Seite von Körben. Da bin ich aber auch ganz zuversichtlich. Auch diese Nacht wird vorbeigehen. Drüben ist dann schon wieder... Da, wo wir uns treffen, ist fast schon wieder Sonnenschein. Fast. So, jetzt seht ihr, wir weichen immer weiter ab. Man könnte jetzt, das hatte ich euch beim letzten Rendezvous gezeigt, ja wieder in die komplette Vollbremsung gehen und sich wieder angleichen. Ich mache jetzt aber genau das Gegenteil. Ich gehe jetzt mit Schub in Richtung des Ziels, relativ weit abweichend in die Richtung, in die ich das Manöver verschieben möchte, ran. Und probiere damit jetzt mit relativ wenig Aufwand mein Manöver nochmal anzugleichen. Und ihr seht, wir sind jetzt hier auf wenige Meter runter, also wir sind auf 90 Metern. Das ist ziemlich gut, weil wir werden uns die Wissenschaftsdaten über eine EVA krallen. Und jetzt gehe ich auf Retrograd. Wenn ihr 90 Meter oder sowas habt, gerade wenn ihr nur mit einer EVA Sachen einsammeln wollt, dann reicht das im Regelfall auch. Das reicht auch für eine erste Annäherung vor einem Docking, nur so als Tipp. Denn wenn ihr dann zündet, zündet ihr nicht mit dem Triebwerksstrahl exakt auf das andere Raumschiff. Also 0,0 Meter ist nie eine gute Sache, einfach um das schon mal gesagt zu haben. Das ist im Regelfall eher eine gefährliche Sache und damit solltet ihr sehr, sehr vorsichtig sein. So, jetzt muss ich mal kurz auf Vollschub gehen und dann seht ihr, haben wir die Kiste sogar schon ganz gut eingebremst. Ich versuche es jetzt mal relativ stark anzugleichen, 0,0. Sieht gut aus. Und was wir jetzt machen, wir werden jetzt einmal aussteigen mit Valentina und werden mit dem Jetpack rüberreisen zu der anderen Rakete und die Wissenschaftsdaten einkassieren, die da noch drin sind. Die wollen wir nämlich noch in Sicherheit bringen. So. Also Jetpack, wie gehabt, WASD zum normalen Steuern. Mit R schaltet ihr es ein. Oder ihr klickt hier auf das grüne Bäbele drauf. Mit Shift geht es nach oben, mit Steuerung geht es nach unten. Im Regelfall ist es eine gute Idee, langsam zu machen und nicht zu schnell.
und immer im Auge zu behalten, wo so die Dinge sind, wo man hin will. Hier oben könnt ihr übrigens Licht an- und ausschalten. Dafür gibt es auch eine Taste. Das ist komischerweise U. Fragt mich bei mir. Also vielleicht ist es in der deutschen Version auch L, aber bei mir ist es U und ich habe mit der US-Version angefangen. Gehe ich davon aus, dass auch noch andere Versionen wie die deutsche zum Beispiel mit dieser Einstellung gesegnet sind. So, hier ist dieser Science-Container, ihr erinnert euch, letzte Folge. Den wollten wir eigentlich mitnehmen. Das hat nur so mittelgut geklappt. So, das Zeug bringen wir jetzt. Also, das haben wir uns jetzt alles genommen. Und jetzt gucken wir nochmal. Hier ist, glaube ich, eh nichts drin. Ich gucke nochmal sicherheitshalber. 17 Experimente. Freunde, 17 Experimente. Das sieht alles gut aus. Alles schon erledigt. Okay, sehr gut. Dann fliegen wir jetzt zurück zu unserem Raumschiff. Und ihr seht, orientierungsmäßig muss man relativ schnell gucken, dass man dann auch das Raumschiff im Auge behält. Ansonsten könnt ihr euch das aber über den Map-Modus wieder als Ziel setzen, wenn ihr es gar nicht mehr findet. So, und dann geht's in Richtung Rakete zurück. Und wir werden uns jetzt als nächstes das andere Raumschiff schnappen und mit uns mitnehmen. Wir wollen nämlich auf unserem Weg ja eigentlich noch zur Raumstation. Da werden wir auch kurz dran vorbeifliegen, müssen aber die andere Kapsel einmal in, ja, wie soll ich das sagen, ins Schlepptau nehmen, weil die nicht mehr alleine fliegen kann, dadurch, dass sie sich abgekoppelt hat. Und deshalb der Docking-Port vorne dran. Und deshalb machen wir heute auch unser allererstes Docking, um hier unseren anderen Körbel zu retten. So, wir haben jetzt diese 17 Experimente drin. Und wir haben jetzt das Problem, dass der andere Körbel natürlich, wenn wir mal gucken, 249 Kilometer hinter uns ist. Und was sagte ich vorhin, wenn man schneller werden will, muss man bremsen. Wenn wir also wollen, dass dieser Körbel uns einholt, müssen wir Gas geben. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, hat aber einen Grund. Und zwar, ich mache jetzt mal Orbit, also Umlaufbahn, und Prograde, also rechtläufig, und beschleunige jetzt etwas. Was ich jetzt mache, ist meinen Orbit etwas vergrößern. Dann dauert unsere Kreisbahn nämlich länger und in der nächsten Runde sind wir schon näher beieinander. Und ihr seht hier hinten, je mehr ich jetzt das Triebwerk laufen lasse, und ich lasse es sehr wenig laufen, umso näher kommen wir zueinander. Und das lasse ich jetzt einfach mal ein Stück laufen, um zu gucken, wann wir ihn kriegen könnten. Mit relativ wenig Aufwand. Oh, das war es noch nicht. Aber wir kommen der Sache näher. Ich mache jetzt mal wieder aus und lasse ihn jetzt einfach mal eine Runde fahren. Das heißt, ich mache jetzt den Zeitraffer an. Wir entfernen uns jetzt auch wieder von dem anderen Raumschiff, haben mit sehr, sehr wenig Triebwerksleistung jetzt eigentlich dafür gesorgt, mit Rechtsklick können wir uns das auch angucken, dass jetzt die Minmus-Flyby-Kapsel beginnt aufzuholen. Einfach dadurch, dass unser Orbit halt ein bisschen größer ist. Und wir werden im nächsten Umlauf schon einen Schnittpunkt von 91 Kilometern haben. Das heißt, wir kommen uns jetzt doch deutlich näher im Laufe dieses Orbits und können dann gleich mal gucken im nächsten Orbit, wo wir dann zuschlagen und ein Rendezvous draus machen. Das heißt, wir müssen jetzt gar nicht viel Treibstoff ausgeben, um das zu beschleunigen, sondern wir können das ganz entspannt angehen und in aller Ruhe den Orbit für uns arbeiten lassen, indem wir sagen, ja, passt schon, wir sind halt einfach ein bisschen langsamer. Holt uns mal ein und ihr seht, jetzt kommt die Prognose, die wir eben hatten. Und sobald wir das passiert haben, bekommen wir eine neue Prognose. Die seht ihr natürlich auch hier. So, und jetzt haben wir 70 Kilometer. Jetzt ist es aber so, dass wir diese 70 Kilometer andersrum haben. Jetzt ist plötzlich, das gestrichelte ist immer unser Ziel, wird im nächsten Orbit vor uns sein. Das wollen wir natürlich nicht. Also gilt jetzt wieder im Umkehrschluss. Wir wollen schneller werden, damit er uns nicht überholt. Also müssen wir bremsen. Wir müssen also rückläufig brennen. Und jetzt können wir, wenn wir rückläufig brennen, ihr seht es hier und ihr seht es hier. Also mittlerweile gibt es zwei Möglichkeiten, sich das anzugucken. Jetzt beginne ich rückläufig zu brennen und ihr seht, wir kommen zueinander. Und jetzt beginnt sich unser Manöver eben zu finden und wir sind bei, oh, recht guten 1,4 Kilometer. Ja, da drüben sind 12 und hier sind wir bei 1,4 Kilometer mittlerweile, die wir dann noch Abstand haben. Leider hatte ich den jetzt nicht markiert. Aber hier könntet ihr es ja sehen. Das heißt, wir können jetzt wieder, nachdem wir nochmal ganz minimal, wir waren eben bei 1440, wir haben jetzt 6 Delta V gerade ausgegeben für diese Korrektur. Wir sehen da hinten auch schon unser Ziel. Und jetzt müssen wir einfach nur nochmal einen Orbit abwarten. Das machen wir einfach über einen Zeitraffer, in der uns die Kiste jetzt nochmal einholt, aber nicht mehr ganz so schnell.
Und wir dann in einen Flyby mit 1,4 Kilometer Abstand kommen. Wenn ihr 4, 5 Kilometer Abstand habt, ist das nicht wild. Es gelten die absolut gleichen Prinzipien. Und ihr müsst dann einfach nur ein bisschen näher ran. Ich habe ja extra auch die letzten beiden Rendezvous immer mit großen Abständen geflogen, um euch zu zeigen, wie ihr auch aus größeren Entfernungen rankommt. Jetzt haben wir mal ein relativ nahes Rendezvous, was natürlich dann deutlich weniger Aufwand bedeutet. Das Schöne ist, wir kommen auch genau auf die Sonnenseite des Lebens. Also ich gehe jetzt mal aus dem Zeitraffer raus. Und wir werden uns jetzt auf, das ist ganz wichtig, Ziel Retrograde. Ihr seht auch, wir haben nur eine sehr gering unterschiedliche Geschwindigkeit zu unserem Ziel. Und jetzt kommt halt der wichtige Part. Diesmal müssen wir docken. Und das ist ein bisschen herausfordernder, ist aber alles auch kein Hexenwerk. Es ist eine Sache, die man einfach üben muss. Und ich werde euch das jetzt ganz, ganz, ganz in Ruhe erklären, wie das funktioniert. Und bitte seid nicht traurig, wenn es nicht beim ersten Mal funktioniert. Ich kann euch nur sagen, mein erstes Docking war auch eine sehr schwere Geburt, um es mal sehr nett zu formulieren. Und das ist einfach eine Übungssache. Das muss man immer wieder machen. Immer wieder machen, immer wieder machen. Das heißt, was wir jetzt tun, zum Thema immer wieder machen, ist, wir gleichen als erstes mal die Geschwindigkeit auf 0 ab. Das ist das klassische Rendezvous, was ihr auch schon kennt. Und was wir jetzt machen, ist, wir drücken F5. Wir machen jetzt einen Quicksave und den macht ihr auch. Das heißt, wenn jetzt was schief geht beim Andocken, könnt ihr zu diesem Quicksave wieder zurück und müsst nicht komplett von vorne anfangen. Das ist ganz wichtig, gerade wenn man mit KSP anfängt. Nutzt diese Quicksaves. Ich nutze sie viel zu wenig, weil ich schon viel zu lange spiele. Aber eigentlich solltet ihr ein Makro haben, was im 5-Minuten-Takt F5 drückt. Nein, aber drückt bei solchen Sachen F5, da spart ihr euch eine Menge Ärger. So, jetzt machen wir mal erstmal die Annäherung. Das kennt ihr auch noch aus den ganz normalen Rendezvous. Das ist eigentlich nicht anders. Wir fliegen noch näher ran. Auf 1,5 Kilometer kann man nichts erkennen. Wir sehen hier, wie unsere Annäherung aussieht. Schnittpunkt ist jetzt bei 440 Meter. Das wollen wir natürlich noch runterbringen. Also heute geht es natürlich darum, mal in die 0-Meter-Variante zu bekommen. Trotzdem, guckt bitte, dass ihr jetzt eure erste Annäherung vielleicht so in den Bereich 20, 30 Meter bringt. Maximal. Nicht näher ran, weil sonst habt ihr einfach das Problem, dass es sehr, sehr gefährlich auch wird, weil ihr mit eurem Raumschiff potenziell das andere Raumschiff treffen könntet. Ich gehe jetzt mal auf eine Annäherung von 50 Metern ran. Also es sind jetzt 49,2, aber bitte schlagt mich nicht. Wieder mit der Begründung, die ich eben schon bei dem Rendezvous mit dem Science-Container hatte. Ich möchte gleich nochmal mit dem Triebwerk bremsen. So. Und während ich mit dem Triebwerk bremse, möchte ich nicht, dass mein Triebwerk, ihr seht das, das weicht jetzt voneinander ab. Ich möchte nicht, dass mein Triebwerk auf mein Ziel zeigt. Das hat was damit zu tun, dass mein Triebwerksstrahl natürlich nicht nur mich wegdrückt, sondern es drückt auch mein Ziel weg. Und damit entfernt sich mein Ziel wieder. Das heißt, ich bremse jetzt, aber mein Triebwerksstrahl zeigt nicht auf das Ziel. Und das erreiche ich dadurch, dass unser Schnittpunkt nicht auf 0 Meter liegt, weil ich halt in irgendeiner Form dran vorbeifliege. So, jetzt bremse ich mich ganz gemütlich auf die 0 Meter. Wunderbar. Und jetzt seht ihr unten schon die Kapsel. Was ihr jetzt mal machen könnt, ist eure Kamera rumdrehen. Das finde ich erleichtert es immer noch mal so ein bisschen. Ab einer gewissen Nähe kann man das ja ganz gut gucken. Und ihr seht, die Markierung ist jetzt auf die Kapsel gelegt. Ihr könnt, wenn ihr einen Dockingport habt, den ihr anvisieren wollt, mit Rechtsklick auf diesen Dockingport drücken, sobald ihr in einer gewissen Nähe seid. Man sollte ihn halt sehen können und könnt ihn als Ziel setzen. Ich kann euch das nur empfehlen. Das macht vieles einfacher. Was es dann auch nochmal einfacher macht, macht auf euren Dockingport zu klicken, ist von hier Steuern zu drücken. Und jetzt kommt der große Kunstgriff, den ich gerade am Anfang nur empfehlen kann, den ich auch heute noch benutze, der für Docking unheimlich viel bringt. Ihr drückt jetzt so lange V, bis ihr die arretierte Kamera erhaltet. Die arretierte Kamera könnt ihr dann nämlich umdrehen. Macht irgendwie Kamera ausrichten auf die Kapsel zum Beispiel. Die arretierte Kamera hat folgenden Vorteil. Ich gehe jetzt mal ein bisschen näher ran, damit man das Solarpanel nicht so sieht. Wenn ich jetzt D drücke, drehe ich mich nach rechts. Wenn ich A drücke, drehe ich mich nach links. Und wenn ich S drücke, geht meine Nase hoch. Und wenn ich W drücke, geht meine Nase runter. Das hilft am Anfang, wenn man sich noch nicht so gut im dreidimensionalen Raum orientieren kann, unheimlich klarzukommen erstmal. Das heißt, ihr habt den großen Vorteil, dass das, was ihr auf der Tastatur tut, sich mit dem deckt, was ihr auf dem Raumschiff seht. Okay? Das Problem, und das war in anderen älteren Docking-Tutorials, da habe ich das auch noch nicht so durchgezogen, was ihr sonst immer habt, ist, ihr habt halt irgendwie sowas und dann drückt ihr und dann passieren so ganz komische Sachen. Also es passiert halt nicht das, womit ihr rechnen würdet. Und man tendiert dazu, auf das Raumschiff zu gucken, obwohl die Augen eigentlich hier unten auf den Navball gehören. Und mit dieser arretierten Kamerasicht, die ihr mit V einrichten könnt, habt ihr den Vorteil,
dass euer Raumschiff dann genau das tut und eure Kamera auch so eingerastet ist, wie ihr das haben wollt. So, jetzt kommt der RCS-Part. Mit RCS geht vorsichtig um. Ihr habt hier oben Monopropellant-Treibstoff, den solltet ihr im Auge behalten. Wenn der alle ist, ist Feierabend damit. Ihr schaltet RCS wie immer mit R ein. Ich hoffe, ihr habt die Schubdüsensachen ausgeschaltet, die ich aushalten wollte, weil das heißt, dass wenn ich so mache, zündet nicht mein Monopropellant-Triebwerk, sondern das macht bei mir das Reaktionsrad. So, und jetzt habe ich ein paar Tasten, die funktionieren so wie WASD, so liegen nur woanders. Und zwar habt ihr die Tasten IJKL, wobei diese folgendes tun. L ist nach rechts, I ist nach links, K ist nach oben, I ist nach unten. Und jetzt erweitere ich euer Universum in die dritte Dimension. H ist nach vorne, N ist bremsen. Und das ist im Prinzip eure Steuerung. Es gibt, also um es nochmal fair zu sagen, es gibt hier einen Undock-Modus, den kann man anklicken, dann werden andere Tasten aktiviert. Ich bin persönlich kein Freund dieses großen Undock-Modus, weil der Sachen unnötig verkompliziert, so wie die KSP-Tutorials. Es gibt sehr gute Tutorials, die euch auch zeigen, wie dieser Undock-Modus funktioniert. Ich bleibe dabei, dass ich in diesem Modus fliege und zeige euch jetzt mal hier, wie so ein Docking funktioniert. Also, ihr wollt auf den Docking-Port. Wenn ihr jetzt die arretierte Sicht habt und als erstes mal dahin fliegen wollt, dann sollte dieses gelbe Nupsi, was ihr da jetzt seht, auf das pinke Nupsi kommen. Dafür könnt ihr jetzt mit I und K die Höhe verändern. Also mit K, ich drücke jetzt einmal kurz K, bringe ich das Ding nach oben. Okay, jetzt habe ich ungefähr die Höhe. Und mit L bringe ich es zum Beispiel nach rechts. Jetzt bin ich da ungefähr drauf. Jetzt sehe ich aber schon in meinem Anflug, also ihr könnt euch das ja immer über das Raumschiff hinweg angucken, irgendwie zeigt die Kapsel aber woanders hin. Ich werde sie jetzt ganz bewusst nicht ausrichten, sondern wir üben, uns der Kapsel anzupassen. Und ich drehe mir das jetzt so, dass ich was rausziehen kann für mich. Und was ich jetzt für mich hier rausziehen kann, ist, ha, irgendwie sind wir zu weit links. Wir müssen uns rechts dran vorbeidrehen. Und das kann man relativ einfach jetzt erreichen, indem ich halt mit L einfach diesen gelben Nupsi ein bisschen nach rechts verschiebe. Und ich mache jetzt mal ganz kurz den Zeitraffer ganz niedrig an, damit ihr den Effekt besser seht. Wir driften jetzt nämlich rechts dran vorbei. Und wenn ich jetzt meine Nase, ich nehme den Zeitraffer gerade wieder raus, auf den Dockingport ausgerichtet lasse, immer wieder, also immer auf den pinken Marker, das ist der Dockingport, komme ich jetzt nach und nach in eine Situation, wo ich einen mehr oder weniger rechten Winkel dazu herstelle, während ich der Sache auch näher komme. So, um das jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen, gehe ich jetzt nochmal auf den Dockingport mit einem ganz kleinen Klick auf H. Also ich gebe ein bisschen mehr Schub. Damit kommen wir ein bisschen näher ran. Achtet einfach darauf, dass ihr im 0-Komma-Bereich arbeitet, gerade mit euren ersten Dockings. Schnell ist meistens tot. In dem Falle. Also das ist einfach keine gute Idee, mal eben schnell ein Docking machen zu wollen. Da haben sich schon viele Leute fürchterlich bei verletzt. Tut es einfach nicht. Tut es nicht. So, wie gesagt, eure Nase muss auf die andere Nase zeigen und das ist der pinke Indikator, der pinke runde Indikator, der geXte Indikator, der dreieckige ist nicht gut, das ist in die falsche Richtung. So, und wir lassen uns jetzt hier gerade einfach vorbeidriften. Ihr müsst gar nicht viel tun. Viel davon ist einfach warten und vorsichtig mit dem Antrieb arbeiten. Also mit dem Monopropellantantrieb. Um Himmels Willen nicht mit dem Antrieb. Was ihr auch tun könnt, gerade am Anfang, wenn ihr ein bisschen Schiss habt, einfach mal Triebwerk während der Docking-Aktion ausschalten. Das ist so ein Sicherheitsmechanismus, dass man nicht aus Versehen, weil jetzt auf Shift rammen ist relativ schlecht oder auf Z oder sowas. Weil würdet ihr das tun, naja, wäre halt Vollschub. Ich habe übrigens mehrmals schon die Anmerkung bekommen, dass Y das ja wäre. Ja, ich habe aber mit dem englischen Kerbal Space Program angefangen und da ist die Tastenbelegung ein bisschen anders. Also ich habe auch eine deutsche Tastatur. So. Also ich habe jetzt mal mit J meinen Seitendrift ein bisschen eingeschränkt, dass wir nicht mehr ganz so schnell driften. Und wir sind nämlich schon fast rum und ihr seht, wir kommen jetzt der Kapsel langsam näher. Und das Ganze ist einfach ein bisschen Gedulds- und Einfädelspiel. Und je näher wir kommen, umso besser können wir auch überprüfen, wo wir sind. Ich würde jetzt aus dem Bauch raus sagen, wir brauchen noch ein bisschen mehr Höhe. Das heißt, ich gebe jetzt einen winzigen Schub K. Damit steigen wir ein bisschen. Lass uns einen kurzen Moment steigen. Dann gebe ich wieder I, um das auf die gleiche Höhe zu bringen. Und dann ist der Drops auch schon durch. Und richte mich immer wieder auf das pinke Ding aus, um für mich auch zu entscheiden, wann bin ich so weit, dass ich sage, ja,
Jetzt können wir. Ich gebe jetzt noch mal einen ganz kleinen Schub nach vorne, weil wir driften jetzt immer mehr dran vorbei. Unsere Zielgeschwindigkeit ist auch sehr weit gesunken schon. So, jetzt sind wir noch mal mehr in der Annäherung. Und kommen auch wirklich drauf zu. Und wir werden das ganz kurz vor dem Docking nochmal auf einen fast Stillstand bringen. Einfach um sicher zu gehen, dass hier keine komischen Sachen passieren. So, und jetzt seht ihr schon, ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu korrigieren. Aber das korrigieren wir jetzt gleich, wenn wir in der Nähe sind. Wir bringen es jetzt erstmal übereinander. So, und jetzt werde ich bei 2-3 Metern gleich mal mit N unsere Geschwindigkeit rausnehmen. Also ich stoppe uns jetzt. Passt komplett. So ein bisschen Fingerspitzengefühl. Also auch die Länge, wie lange man dann N draufhackt, macht einen Unterschied. Und jetzt sehen wir schon mal, okay, wir sind noch leicht verschoben. Die Höhe sieht gar nicht so schlecht aus. Wir könnten Mü tiefer und wir könnten Mü nach links. Das heißt, wir können jetzt erstmal unsere Vorwärtsbewegung wieder einleiten. Und ich gebe einen ganz kleinen Schub nach links. Und ganz kleinen Schub nach unten. Und jetzt sollte das eigentlich relativ gut klappen, wenn wir unsere Annäherung fortsetzen. Es ist auch keine ganz exakte Wissenschaft, das muss man der Fairness halber dazu sagen, sondern ab einer gewissen Menge oder gewissen Nähe wirkt das magnetisch. Also das ging jetzt sehr flott, habt ihr gesehen. Sobald man unter diesen Meter drunter kommt, ziehen die sich an und wenn das relativ exakt ist, dann pack! Ist das Ding dran. Das war's. Wir haben den Bob eingefangen. Das heißt, Bob ist jetzt Teil unseres Raumschiffs. Und wir können jetzt einfach sagen, wir müssen jetzt nochmal explizit sagen, wir würden gerne von hier steuern, damit keine Verwirrung auftreten. Und jetzt können wir Bob einfach mitnehmen und können mit Bob zusammen erstmal im ersten Schritt zur Orbitalstation fliegen, die ich aus irgendwelchen Gründen noch nicht als Raumstation markiert habe. Und auch hier gilt wieder, wir müssen halt irgendwie erstmal dahin kommen, dass die Orbitalstation und wir auf der gleichen Stelle sind. Ihr seht, wir sind jetzt sehr unterschiedlich. Also wir haben beim nächsten Begegnung 1400 Kilometer Unterschied. Die Orbitalstation und wir laufen aber auf unterschiedlichen Umlaufbahnen. Und jetzt seht ihr, aha, guck mal, durch unsere unterschiedlich langen Umlaufbahnen kriegen wir in der nächsten Umlaufbahn einen Encounter mit 260 Kilometer hin. Und jetzt können wir mal gucken, und jetzt können wir wirklich mal arbeiten mit einem Manöver auch wieder. Wie viel müssten wir denn bremsen, um dieses Manöver? Ich gehe jetzt bewusst hier nicht auf die Manöveransicht, sondern auf die Schnittpunktansicht, weil uns das eigentlich interessiert. Wie viel müssten wir denn schneller sein, also bremsen, um den Schnittpunkt runterzubringen auf einen Rendezvous mit der Raumstation? Da wollen wir ja eigentlich hin. Und jetzt sehen wir schon, das funktioniert ja gar nicht. Okay, also gucken wir hier nochmal genau hin. Aha, die Raumstation ist ja hinter uns. Das heißt, wir wollen sie aufholen lassen. Das heißt, wir wollen eigentlich gar noch langsamer werden. Also müssen wir Gas geben, um langsamer zu werden. Und siehe da, wir kriegen den Schnittpunkt auf 17 Kilometer. Das ist noch nicht gut. Also noch nicht richtig, richtig gut. Aber es ist schon mal eine Ansage. So. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen höher ziehen. Mit voller Absicht. Warum, erkläre ich euch gleich. Denn wir wollen in der oberen Sparte ein bisschen langsamer sein. Und das brennen wir jetzt einmal. Das ist auch relativ inexpensive. Der wichtige Punkt ist, wenn ihr das machen wollt, solltet ihr so wie ich das Triebwerk wieder einschalten. Das hilft nämlich enorm dabei, Manöver zu fliegen. So, und wir werden jetzt eine Abfolge von zwei Manövern machen, die uns zu einem relativ schönen Rendezvous führen. Das ist relativ kurz. Das war sogar schon ein bisschen viel. Und jetzt planen wir ein neues Manöver hier oben auf der Apoapsis. Und bremsen, um näher ranzukommen. Und ihr seht, jetzt hat uns das Ding nämlich schon überholt. Und wir können einfach mal gucken, wie wir das zueinander gebremst bekommen. Da geht noch mehr. Und jetzt sind wir bei 9,8 Kilometern. Also ich bremse jetzt hier oben, um uns da wieder stimmig ranzubringen. Letztendlich ist das auch ein bisschen spielen und üben mit Orbitalmechaniken. Gucken, wie bekomme ich was, also wie bekomme ich welchen Effekt. Es gibt eigentlich zwei Effekte eigentlich nur, langsamer oder schneller werden, letzten Endes. Inklination ist auch ein Thema, aber solange die irgendwie in einem 1-Grad-Bereich liegt, ist das normalerweise kein Problem. So, und jetzt fliegen wir mal
mit unserem guten Mann zu unserem Manöver. Auch hier gilt natürlich wieder jetzt, ich bin schon wieder heute sehr im Handwarp-Modus. Klickt drauf, zum nächsten Manöver vorspulen. Spart euch natürlich da einfach die Klickerei. Da könnt ihr ganz gemütlich eure Geschichten fortspulen lassen und das Spiel stoppt euch dann an der richtigen Stelle. Auch hier gilt jetzt wieder auf das Manöver ausrichten. Und übrigens mit V könnt ihr auch wieder auf die automatische Kamera gehen, wenn ihr nicht irgendwie... Ich habe mal gehört, manche Leute wird ein bisschen schwindelig bei diesem Kameramodus. Kann das gar nicht nachvollziehen. So, und hier seht ihr, wie gesagt, wann die Zündung genau ist. Das sind diese erweiterten Einstellmöglichkeiten, die wir in der letzten Folge durchgegangen sind. Juti, jetzt kommt eine kurze Zündung, dann fallen wir in Richtung der Raumstation. Dann werden wir an der Raumstation nochmal ordentlich bremsen müssen, um unsere ganze Geschichte anzugleichen. Und ihr seht, dieses ganze Docking-Manöver hat uns jetzt relativ wenig Sprit gekostet. Ich gehe davon aus, dass euer erstes Docking-Manöver nicht so gut funktioniert. Deshalb hatte ich ja auch gesagt, haben wir so viel Monotreibstoff mit dabei. Einfach, um euch mehrere Anläufe auch zu geben, dieses Manöver durchzuziehen. So, wir zünden gleich ganz kurz. Und damit sollten wir in einer guten Annäherung auf die Raumstation sein. 9,9 Kilometer. Das sieht auch sehr gut aus. Wir machen jetzt mal einen Warp hier. Hierhin vorspulen. Und damit müsste dann nämlich auch bald unser Ziel in Reichweite kommen. Und ihr seht, wir haben jetzt einen ganz schönen Unterschied zum Ziel. Ich hoffe, wir kriegen das überhaupt gebremst. Das wird relativ knapp. Ja, doch, kriegen wir hin. Okay. Wir haben noch 900 Delta V. Wir müssen 458, 457 Delta V ausgleichen im Moment. Damit wir die gleiche Geschwindigkeit bekommen. Also das wird uns einen Großteil unseres Treibstoffs tatsächlich kosten. Ist aber auch nicht so wild. Wir haben es ja nicht mehr weit. Wir sind dann nämlich auch schön in einer niedrigen Körbenumlaufbahn und können von da aus dann relativ entspannt unseren Wiedereintritt planen. Ihr seht, wir kommen jetzt an die markierte Stelle, wo unsere Kurse sich überlappen und da werden wir jetzt einmal zünden. Das mache ich jetzt schon mal, da wir einen Moment brauchen, um diese Geschwindigkeit abzubauen. Seht, wir werden jetzt knapp an den 9,9 vorbeischießen und wieder Entfernung aufbauen wahrscheinlich. Ist aber nicht ganz so wild, weil uns das insgesamt nicht umbringt. Wir haben jetzt noch 100 und ein bisschen Meter Unterschied und werden jetzt gleich wieder, wir machen heute richtig Vertiefungsklasse Rendezvous. Wir üben das heute bis zum Erbrechen. Wir machen direkt das nächste Rendezvous mit der Raumstation, um unseren kleinen Fehler wieder auszugleichen. Also ich gehe jetzt erstmal auf ziemlich ähnliche Geschwindigkeit und dann gehen wir die Annäherung und ihr seht hier halt wieder, wie unsere Schnittpunkte aussehen. Das heißt, wir könnten jetzt natürlich auch sagen, okay, wir sitzen das aus bis hier hinten. Können wir eigentlich sogar machen. Wir haben einen glücklichen Treffer gehalten, sparen wir uns den Treibstoff und gehen jetzt einfach erstmal auf 2,3 Kilometer ran, weil es halt zufällig funktioniert. Das heißt, Zeitraffer an bis hier hinten und wir werden dann von dort aus arbeiten. Das ist ja für uns relativ schön und spritsparend. So, jetzt müssen wir wieder ausgleichen. Also muss auch immer mal ein bisschen gucken, wie die Manöver so fallen. Ich ziehe jetzt das Manöver wieder rüber, um aus den 2,3 Kilometern natürlich noch eine bessere Annäherung zu machen. Also mein Prograde ist ja da drüben und ich brenne jetzt auf die andere Seite, um die beiden Nupsis übereinander zu bringen. Und hier habe ich meine Kontrolle. Normalerweise würde ich das über die Map machen, aber seit der 1.7 kann ich jetzt eben auch hier arbeiten. Und guck, dass wir uns wieder auf eine relativ angenehme Entfernung zum Ziel bringen. Jetzt sehe ich den Button auch und sehe meine Abweichung. Das heißt, ich gehe jetzt mit der Abweichung hier wieder auf die Gegenseite. Immer auf die andere Seite, wo ich es hinhaben möchte. Im Prinzip folgt der gelbe Nupsi meinem Burn. Jetzt sind wir wieder auf 40, 46 Meter. Da können wir dann wieder schön bremsen und unseren Körbel gleich aussetzen nachher. Und das Ganze ist in einer Minute. Das kommt uns relativ entgegen, denn wenn man guckt, wenn wir da jetzt bremsen, dann dauert es noch einen kurzen Moment, bis es hell wird. Das heißt, wir können unsere EVA dann auch unter Licht machen, was auch nochmal sehr hilft, um nicht die Orientierung zu verlieren, wenn man die ganzen Raumschiffe und Stationen sehen kann. So, Idee war es ja, die ganzen Experimente, die hier drin sind, meine ich, zur Raumstation zu bringen.
und die anderen mit runterzunehmen. Eigentlich ist auch egal, wie rum. Also letzten Endes gibt es da kein richtig oder falsch. Hoffe ich zumindest. Wir müssen jetzt ein bisschen bremsen. Schön. Ihr seht, wir haben noch minimalen Unterschied. Das mache ich jetzt mal mit dem RCS. Ich mache jetzt, RCS ist ja noch an. Ich brenne jetzt mit H RCS vorwärts und ihr seht, wir können jetzt sehr fein unsere Geschwindigkeit einstellen. Und voilà, wir stehen mit 404 Metern pro Sekunde noch im Tank, fertig neben der Raumstation. Und jetzt kann Bob endlich das tun, was er eigentlich tun wollte. Er kann nämlich diese ganzen Wissenschaftsdaten hier nehmen, alles, was er mitgebracht hat, und kann damit rüber zum Labor fliegen, um seinen Kollegen sagen, hey, guck mal, was ich gefunden habe, nur für euch. Das war ja die eigentliche Idee unserer Mission, bevor ich das Raumschiff kaputt gemacht habe. Jetzt gucken wir mal, dass wir den lieben Bob hier sicher unterbringen. Und er dann seine Experimente den Kollegen im Labor übergeben darf. Gehen ganz vorsichtig an die Tür ran. Eigentlich müssten wir es ihnen direkt ins Labor geben können. Zack. Experimente speichern. So, jetzt haben die nämlich ihre ganzen Daten an Bord. Jetzt können wir einmal umschalten. Mit SZ einfach in die Station schalten. Und hier sitzt ja unsere ganze Forschungsgemeinde und arbeitet. Jetzt haben wir hier diese ganzen Daten. Und diese Daten können wir jetzt einfach durch im Labor verarbeiten, ins Labor einspeisen, um immer mehr Daten zu bekommen. Das sind natürlich richtig große Brecher. Und mal gucken, ob wir das Labor komplett vollgestopft bekommen. Irgendwann kommt eine Rückmeldung, dass er sagt, okay, ich kann jetzt hier keine Daten mehr drin speichern. Ich weiß nicht, ob das reicht. Sieht aber ganz gut aus, dass wir hier... Nee, es ging. Also wir haben jetzt 487 Datenpunkte gespeichert. Mittlerweile übrigens 29 Wissenschaftspunkte, also 30 fast. Und wir generieren jetzt mit dem neuen Datenansatz, generieren wir mittlerweile 6,5 Forschungspunkte pro Tag. Jeden Tag werden 6,5 Forschungspunkte generiert. Und was man hier, das hat man das letzte Mal noch nicht gemacht, kann jetzt jederzeit halt auch sagen, ich möchte gerne die Wissenschaftspunkte übertragen. Und das tun wir jetzt gleich mal, sobald wir genug Sonne haben. Jawohl, jetzt sind wir positiv, was die Sonne angeht. Das heißt, ich kann jetzt jederzeit diese Wissenschaftsdaten nach Kerbin übertragen, über die Funkantenne, und habe diese dann in meinem Spiel zur Verfügung, um mir damit neue Technologien zu kaufen. So, was haben wir hier gemacht? Runde. Bau der ersten Station und das erste Andockmanöver. Okay, sehr schön. Okay, dann werden wir jetzt mit dem lieben Bob wieder zurück ins Raumschiff gehen und ihn dann in der nächsten Folge in aller Ruhe wieder zurück in die Atmosphäre bringen, damit er einen Wiedereintritt fliegen kann und sich daran erfreuen kann, wieder zurück auf Kerbin zu sein, um seinen Job weiterzumachen und noch ein besserer Wissenschaftler zu werden, der lernt, dass man Staging-Knöpfe nicht drückt, wenn es noch gar nicht nötig wäre. Bis dahin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Robert und tschüss.